Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen, guten Morgen, liebe Zuschauer, guten Morgen, Werner. Schönen guten Morgen, Michael, und auch einen recht schönen guten Morgen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Werner, du warst vor kurzem in der Schweiz beim ehrenwerten Dr. Rosso. Was hat dich motiviert, diese lange Reise? Relativ oft telefonisch konferiert, er hat mich konsultiert und wir haben immer praktische Fragen ausgetauscht zu speziellen Fällen, zu speziellen Anwendungen. Und erfreulicherweise hat er mir auch immer seine Erfahrungsergebnisse mitgeteilt. Und da ist mir schon über die Monate aufgefallen, dass er, wodurch auch immer, ich wusste es damals noch nicht, besser vorangekommen ist, als mir das von anderen Anwenderinnen und Anwendern wiedergegeben wurde. Und wahrscheinlich, ich hatte den Eindruck, dass er sogar besser vorankam als ich, trotz ich mit meinen 30 Jahren Erfahrung. Und eher nur wenigen Monaten. Man muss also etwas anders gemacht haben. Und da hat mich das interessiert, was macht er anders? Was kann ich von ihm lernen? Und deshalb bin ich zu ihm gereist. Erfreulicherweise und dankenswerterweise hat sich Dr. Rosso sehr viel Zeit genommen, in seiner Praxis und in der Schweiz. Und wir konnten sehr, sehr viel diskutieren, demonstrieren und ich konnte auch an seinen Anwendungen teilnehmen. Werner, danke. Habe ich soweit verstanden? Das heißt, ihr habt euch, ich nenne es mal so, zu einem kleinen Workshop zusammengefunden. Nochmal ganz kurz für mich, was bedeutet, er ist besser vorangekommen mit Agilcare? Na, wir haben ja immer mal hier und dort mal Mitteilung, dass es nicht funktioniert oder dass es sehr lange dauert, bis es funktioniert. Jetzt mal von den Ergebnissen unserer Agile Care Anwenderinnen und Anwender abgesehen, wissen wir, dass das international ja auch der Fall ist. Wir kennen also meine sehr guten Erfahrungen, zum Beispiel bei Borrelien, dass nach eins, zwei Anwendungen das sozusagen erledigt ist. Wir wissen aber auch aus der Literatur, aus Kongressen, internationalen Kongressen, dass das 48 Monate dauern kann, bis man erfolgreich ist. Und so gibt es auch Abweichungen von dem erhofften, ich sage mal, effektiven Erfolg im Kampf gegen die Parasiten, Abweichungen, die mir dann gemeldet werden, wo man sagen kann, es ist nicht ganz so effektiv und es könnte besser sein. Das ist auch mal der Grund gewesen, zu lernen, wie macht es jemand, der besser vorankommt? Okay, also das heißt, der Dr. Russo war aus deiner Sicht dort, wir nennen es einfach mal effektiver. Ich weiß, gerade aus Gesprächen in der Vergangenheit mit dir, bei Fallbeschreibungen, da geht es mal schneller, da geht es irgendwo langsamer, woran das liegt. Du hast ja viel gelesen zu diesem Thema, hast auch Kongresse besucht und so weiter. Und der Dr. Russo, wenn ich das so zusammenfasse, scheint dort einen Weg beschritten zu haben, der effektiver ist. Ja, du weißt ja auch, dass ich mit dem Ziel der besten Effektivität der Anwendung die Konstruktion vorgenommen habe. Und mit diesem Ziel ändere ich auch ständig im Sinne von Verbesserungen die Frequenzmuster und gebe die kostenlos an die Anwenderinnen und Anwender ab. Das soll auch so bleiben. Und so habe ich also, zeige ich eigentlich schon, dass ich mich dort immer sehr bemühe, die Methode zu optimieren. Und von Dr. Russo kam dann eben meines Erachtens bei vielen Anwendungen schon so ein optimiertes Ergebnis mit unserem Agile Care. Und dann hat es mich natürlich wahnsinnig interessiert, was macht er anders, was macht er besser. Er kam meines Erachtens meistens schneller zum Ziel. Bei ihm ist auch die Notwendigkeit größer, denn zu ihm kommen international sehr viele Patienten angereist, angeflogen und sind nur kurze Zeit bei ihm. Und damit hat er auch diesem Zeitdruck entsprochen und hat denen auch bis zur Abreise nach wenigen Tagen jeweils immer schon sehr gut helfen können. Ich meine, in allen Fällen helfen können. Das klingt ja fantastisch, dass sozusagen mit dem gleichen Gerät, bei der gleichen Anwendung dort die Zeitabläufe, so wie du das schilderst,
ganz andere sind. Okay, du bist halt hingeflogen und was habt ihr vor Ort gemacht? Na, ich habe mir natürlich erst einmal angesehen, wie er arbeitet und habe festgestellt, dass er genauso arbeitet. Er geht ganz streng nach der Gebrauchsanweisung oder in der Gebrauchsanweisung von mir beschriebenen Vorgängen vor. Das heißt, er hat völlige Ruhe für den Patienten, Entspannung, die Körperhaltung wird kontrolliert von dem Anwender. Bei ihm sind es ja Patienten. Er dunkelt den Raum ab und hält dort absolut und sehr strikt die Randbedingungen, die ich in der Gebrauchsanweisung empfehle, hält die dort ein. Das hat mich erstmal begeistert und befriedigt. Und dann habe ich gesehen, dass er die Patienten, seine Patienten auch untersucht. Er macht sozusagen dort eine Augendiagnostik oder einen Augenscan. Und er hat mir erklärt, dass er sich zu Beginn auch darüber gewundert hat, dass es bei Anwenderinnen und Anwendern, die jünger waren, also unter 25 Jahren Lebensalter, dass die überhaupt kein Problem hatten. Dort trat der Erfolg sehr, sehr schnell ein, also innerhalb einer von, oder zwei Anwendungen. Ich hatte schon einmal einige Male berichtet, dass er eben ein breites Anwendungsgebiet hat. Schmerzen, Stoffwechsel, Stütz- und Bewegungsapparat, Nervenerkrankungen, dass er dort gegen die Parasiten arbeitet. Und bei den etwas älteren, also über 25-Jährigen, ist ihm aufgefallen, dass es dann öfter Verhinderungen gab und er hat die im Einzelnen immer untersucht, wenn es solche Verhinderungen gab und Ja, hat warte, warte, festgestellt, ja. ganz kurz, Werner. Was meinst du mit Verhinderungen? Es gab Na, Verhinderungen. sagen wir mal, ich sage mal, der Erfolg war verhindert. Er hat es also nicht so schnell gesehen wie bei den Jüngeren, dass es durch ein oder zwei Behandlungen oder Anwendungen vorangegangen ist. Und das hat er nur bei den, natürlich nicht bei allen, auch nur bei wenigen, aber die waren immer über 25 Jahre alt, hat er festgestellt und hat sich dann darauf gemacht und hat die systematisch mit seiner Iris-Diagnostik beurteilt. Und seine Iris-Diagnostik macht er wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau. Und ich muss auch dazu sagen, Dr. Russo hat auf dem Gebiet über 30 Jahre Erfahrung und ist vielleicht einer der absoluten Kings auf dem Gebiet. Das heißt, er braucht zu dieser Diagnostik gar nicht lange, wenn er seine hochpräzise Apparatur dazu einsetzt. Und dem ist er eben auf den Weg gegangen und hat dann das ausgewertet, was dort vorgelegen hat. Okay, also das heißt, er hat in die Augen geschaut, ob jetzt mit Apparaturen oder nicht, also Iris-Diagnostik, so wie du das bezeichnest. Ja. Und er ist dann bei seinen Untersuchungen auch zu konkreten Ergebnissen gekommen, oder? Ja, er hat dann festgestellt, dass es dort bestimmte Muster in der Iris-Diagnostik gibt, die ihm bekannt waren von anderen Konstellationen und hat dann ist dann gleich zur Tat geschritten und hat entsprechend dieser Diagnostik indiziert, also noch Anwendungen gemacht, Veränderungen gemacht. Im einfachsten Falle hat er ihnen, also ist gleich dazu übergegangen, hat er ihnen Elektrolyte vor der Behandlung gegeben, also einen Cocktail, hat er zusammengestellt, der ist ganz einfach. Vielleicht darf ich das ganz kurz als Rezept Ja, mal warte, gleich warte, Werner, bekannt. bevor du den Cocktail ausführst oder dieses Elektrolyt. Du hast gerade erzählt, er hat sich die Augen, die Iris seiner Patienten angeschaut und hat dort Muster wahrgenommen. Ja. Was muss ich unter Muster verstehen? Na, ich bin kein Experte. Ich habe mir das nur erklären lassen und gebe das jetzt wieder. Ich hoffe, das ist nicht allzu laienhaft. Also man sieht nach der Theorie der Iris-Diagnostik sieht man die Widerspiegelung der Funktion der Organe des ganzen Körpers. Und Okay. so sieht er auch Verhältnisse, die er Sklerosen nennt. Das sind dann ringförmige Abbildungen in der Iris und er kann die genau zuordnen, was dort vorliegt. Und bei Sklerosen meint er Verhärtungen im Bereich der versorgenden Gefäße. Und dort, sagt er, ist der Hinderungsgrund unter anderem ein Hinderungsgrund für die
nicht so gute Effektivität bei der Anwendung von Agile Care und geht dann gegen diesen Hinderungsgrund entsprechend seiner speziellen oder ja, spezialisierten Therapie vor. Okay. Kontrolliert das dann nach einiger Zeit wieder, dass sozusagen diese Muster hoffentlich verschwunden sind. Und dann, wenn die Muster verschwunden sind, dann setzt er wieder Agile Care ein und dann führt es auch sehr schnell und wie erwartet zum Erfolg. Okay, das heißt, ich fasse das mal so zusammen, wie ich das verstanden habe. Der Dr. Russo in der Schweiz setzt Agile Care ein und hat bei seinen Patienten ab einem gewissen Alter festgestellt, dass die Zeitabläufe bei der Anwendung mit Agile Care ja, sich verändern, dass es länger dauert, also nicht die gewünschte Effektivität eintritt. Und er ist es gewohnt in seiner Praxis, die Augendiagnostik vorzunehmen und hat dort wiederum festgestellt, über, wie du das nennst, ihm bekannte Muster, dass scheinbar, du hast es genannt, Sklerose, eine mögliche Behinderung für den effektiven Einsatz von Agile Care sein kann. Habe ich das richtig wiedergegeben? Ja, diese Sklerose scheint sozusagen die Parasiten abzuschirmen gegen unsere eingebrachten elektromagnetischen Wellen, die ja Okay. diese Parasiten dezimieren sollen. Das heißt, er hat das sozusagen festgestellt und aus seiner Erfahrung hat er dann ein Elektrolyt für seine Patienten zusammengestellt. Das ist, ich denke mal, ein Getränk. Das haben die Patienten dann getrunken und dann hat er wahrscheinlich wieder in die Augen geschaut, um festzustellen, wie das mit der Sklerose dort ist. Und dann nochmal Agile Care eingesetzt. Und dann waren die Effekte auf dem Niveau, wie er sich das vorgestellt hat? Nein, das ist ein Missverständnis. Er Okay. ist auf diese Elektrolyte gekommen, weil er sagt, das muss natürlich immer eine verbesserte Ausdehnung bringen, verbesserte Zuführung der Frequenzen zu den Parasiten. Das muss immer so sein. Und da kann man in dieser Geschwindigkeit, kann man sicherlich noch keine Veränderung in der Augendiagnostik sehen. Durch die Elektrolyte selbst geschieht die auch nicht. Aber das ist erstmal eine mehr unspezifische Vorstellung, dass wir Elektrolyte dem Körper zuführen durch so einen Cocktail. Und dann haben wir sowieso eine bessere Ausbreitung. Wenn es dann immer noch Verhinderungen gibt, die dieser Augendiagnostik entsprechen, dann macht er seine spezielle Therapie, um dort auch dann nach Wochen zu registrieren, dass diese Augenmuster, diese, die er als Verhinderungen einschätzt, dass die sozusagen verschwunden sind. Ja. Das scheint ein relativ groß aufgestelltes Thema zu sein, wo es auch viel Konkretheit benötigt. Ich denke mal, das würde in unserem heutigen Interview ein Stück den Rahmen sprengen. Werner, da habe ich den Vorschlag, dass wir in einem unserer nächsten Interviews uns diesem Thema ganz speziell widmen. Was muss der Anwender von Agile Care nicht muss, was sollte er dort tun, gerade hinsichtlich Augendiagnostik, Elektrolyte, was ist dort die konkrete Zusammensetzung? Du hast auch noch andere Anwendungen erwähnt, dass wir das nochmal ganz konkret für unsere werten Zuschauerinnen und Zuschauer zusammenstellen, eventuell auch mit ein bisschen Bildmaterial und einer kleinen Handlungsempfehlung. So wären meine Vorstellungen. Wärst du dazu bereit, Werner? Das wäre ganz prima. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Recht vielen Dank. Dankeschön. Das sollten wir dann auch so tun. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, für das heutige Interview soll es das dann auch gewesen sein. Wir haben heute gelernt, dass der Dr. Ulrich auf seiner Suche hinsichtlich Effektivität, Anwendung des Agile Care Pro auf Möglichkeiten in Kooperation mit Dr. Russo in der Schweiz gestoßen ist. Ich finde das schon mal ganz, ganz toll. Und bei unserem nächsten Interview werden wir Ihnen konkrete Wege aufzeigen.
Danke für Ihre Geduld. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.